Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern. Ja, wir sind ein bisschen von Feinden umgeben. Handy weg. Warte, ich schau noch kurz, ob es wichtig war. Wahrscheinlich, aber das schauen wir später. Gut, also, ja, Rom hat sich, glaube ich, ein bisschen wieder gefangen. Genau, Syrakus werden wir jetzt da mal raus drängen. Im Norden ist bei uns sehr sicher, im Süden eher nicht so. Also, ja, Seleukiden wurden... Nabatäer. Die Seleukiden wurden ziemlich von Nabatäer und Parthien rausgedrängt. Das ist von... Also für uns nicht gut. Also die Seleukiden sind nicht so... So schwere Counter gegen uns wie jetzt die Parther zum Beispiel. Die Parther dagegen hatten auch die Römer sehr große Schwierigkeiten, obwohl die Römer sehr gute, ausgeglichene Armeen hatten. Ups. Und die Spartaner eben nicht. Und die Spartaner haben super Infanterie, super Hopliten, aber. Ja, Parther setzen eher auf. Die setzen eher auf leichte Kavallerie und flexible Armeen. Und dagegen haben wir nicht sehr viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, also nicht viel. Also wir haben schon einiges zu sagen, das ist wahr. Aber trotzdem. Ja. Wird es schwer. So, also zum Glück haben wir im Norden diese Wolken. Zum Glück haben wir im Norden alles gesichert. Durch die Allianz. Genau, der wird auch noch gepusht und dann schauen wir mal, was uns die nächste Runde bringt. Die ist noch. Die ist schon ein bisschen älter hier. Wir schauen mal, was es hier drüben so gibt. Ah, Sophia, die latscht noch. Ägypten. Ja, der Weg ist versperrt. Geh halt außen rum, meine Güte. So. Das Parther so groß ist, ist nicht ganz so praktisch für uns. Ist nicht ganz so praktisch. Okay, Agent gegen Agent. Mein Agent wurde ein bisschen gedrückt. Aber das macht nichts, solange er überlebt hat. Wir haben keine großen Ansprüche. Militärisches Bündnis ist in diesem Fall gut. Also, ja. Durch das militärische Bündnis haben wir im Norden komplett... eine komplett gute Pufferzone. Unser Vorteil wäre natürlich, wenn ja. Na gut, der wurde ermordet. Ja, super. Und der hatte erst Level 3 oder was? Ja. Natürlich kommt der nicht weit hier. Okay, ich bleib mal hier stehen. Oder hier stehen. Wenn der mich angreifen will, soll's recht sein. Aber ich glaube nicht, dass er das macht. Das machen wir automatisch. Ist ja über 92% Gewinnchance und das ist ganz gut. So, das machen wir da weg. Die Stelle können wir ruhig da lassen.
So, was machen wir jetzt? Infanterie pushen. Die haben Neues freigeschaltet. Was machen wir hier? 10.000 pro Runde bekommen wir. Das ist ganz praktisch. Öffentliche Ordnung ist hier auch gut. Nahrung ist gerade auch super. 67. Ja. Dann. Ja, dann. Ja, ich weiß nicht. Ja, dann machen wir mal öffentliches Forum. Also, damit kann man immer noch ziemlich gut spontan entscheiden. Gut, die Getreuen der Athene, die benenne ich jetzt mal anders. Was haben wir denn? Also, wir haben die letzte Mauer, die Unbesiegbaren, die 300, Sparta lässt grüßen. Und dann haben wir... tja. Babidi-Bobi, tja. Die Zehntausende wären halt, Ironie, weil... Nee, die Unsterblichen wäre Ironie. Weil das ja die Elite-Gruppe von Persien war, gegen die die Spartaner gekämpft haben. Unter anderem. Also die tja. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, komm. Dann, ja, ganz klassisch nenne ich die mal. Ja, königliche Garde. So, das ist jetzt einfach mal die königliche Garde, keine Ahnung. So, die gehen mal Richtung ja, Syrakus und Lili Bayern. Und dann die da. Sparta lässt grüßen. Grüßt dann mal als nächstes in ja, 3 Runden, das dauert noch ein bisschen. Aber die brauchen ja auch noch. Ja, die brauchen ja auch noch mindestens 2 Runden, um vollständig genesen zu sein. So, hier geht's auf. Die beiden können wir eigentlich auflösen. Oh, das braucht noch ein bisschen. Aber die haben schon. Die hat schon Garnison, das ist gut. Die hat schon eine Garnison und die werden die schon aufhalten können. So. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Jetzt muss ich mal schauen. Also ich will ein bisschen sehen, was die Seleukiden haben, aber die Seleukiden werden nicht mehr viel haben. Und Pontos ist eher jetzt mein Problembereiter, sag ich mal. So, hier mache ich das Ultimatum. Du bist schon... Ja, du bist erst 35, das ist ganz gut. So, nächste Runde. Die Sophia, die vergesse ich immer da unten im Süden. Entschuldigung. Genau, das... Das dachte ich mir. So. Das könnte ich natürlich automatisch machen. Aber das mache ich nicht automatisch. Der hat einige Pikiniere, Fernkämpfer, Speerwerfer. Ja, aber das
Das schaffe ich. Das schaffe ich. Er greift an und dieses Mal habe ich mal endlich den High Crown. Und die sind alle Level. Ja, Level 9. Also. Das ist natürlich jetzt unpraktisch, dass er Nebel gewählt hat. Aber für. Aber nicht nur für ihn ist es unpraktisch. So. Da werde ich mich mal hier aufstellen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, wo kommt die Verstärkung? Da. Ja, das sehe ich ja schon. Gut, dann springen wir mal vor. Sind alle noch frisch, außer die periökischen Pikiniere. Jetzt sind sie wieder frisch. Fresh. Sind die anderen. Okay, die kommen so schräg zu mir, aber das ist ganz in Ordnung. Ich kann mich ja dann am Schluss noch mal ein bisschen drehen, aber ich glaube, ich mache das. Ich drehe mich nicht. Wobei die da. Will ich ein bisschen. Oder doch nicht. Die Krieger wollen Blut. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil dann die Lücken dazwischen wieder so zu breit ausfallen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Zum Kampf bereit! Geschossinfanterie zu euch! Aha, was willst du denn da? Unser General wird angegriffen. Mhm. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Schon ein bisschen platt. Wir stechen ihnen mitten in Herz. Männer wanken. Interessant. Abfliegen!
zum Einsatz. Die Krieger wollen Blut. Bewegt euch! Kampfbereit! General! Kommandant! Ja, Kommandant! Eure Befehle? So, jetzt gehe ich mal zum Angriff über. Seine Kavallerie ist halt um einiges besser als meine klapprige Bürgerkavallerie. Oh, jetzt hör mal auf. Ich weiß ja gerade nicht, ob da noch seine Verstärkungsarmee kommt oder ob es das jetzt war. Die sind halt immer noch da. Steinschleuderer! Das ist ein bisschen nervig, aber okay. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Come on! Mit Geschossen bewaffnete Krieger! Wir hungern nach Blut und Kampf! Schießt! Periökische Pikeniere! Ich glaube, das war er, ja. General nicht dabei? Oder wurde der schon getötet? Ja, also auf jeden Fall war es nicht ganz so super gut. Aber ja. Habe einiges verloren. Ich brauche halt bessere Kavallerie.
Aber die... Ja. Ah, Hauptsache, da wurde nichts getötet. Und ich habe alles behalten, das passt. Naja. Oh, jetzt kommt die ganze Agenten-Action hier unten. Entschuldigung, bin gerade ein bisschen müde. Ah gut, der wurde getötet. Sehr schön. Der Sturm hat lange gewütet. Ja, wenn ihr zahlt, dann mache ich vielleicht Frieden. Athene. Nö. Schon lustig, ja. Der sagt so, ja, wollen wir Frieden? Und ich sag, nö, und dann kommt er zu mir gleich. So, hier ist auch schon wieder völlige Eskalation, aber ich weiß nicht, was ich will. Ich mach mal einfach öffentliche Ordnung. Du gehst mal hierhin und bitte Burg oder Festung. Du bist ein Stratege. Das ist ein Commander. Strategen hab ich, glaube ich, ziemlich viele, deswegen passt es schon. So. Mein König, ich bewege mich unbemerkt. Pontos ist halt. Pontos ist auch nicht mehr lange da. Die Pater sind. Oh, okay, die Pater sind wieder ein bisschen. Die sind sehr weit vorgedrungen, aber wurden wieder unterwandert, hinterwandert. Ja, oder so. Was für mich ganz gut ist. Gut, die bleiben noch so. Also bis die hier kommen, habe ich eine komplette Armee und das passt. Das passt schon. So. Was gibt's denn noch Neues? Genau, du kommst jetzt hier hin und ausbilden. Krieg erklärt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute auch schon wieder. Ich weiß, 20 Minuten sind immer geplant, schaffe ich aber selten und jetzt schaffe ich es mal. Deswegen kommst du wahrscheinlich ein bisschen kurz rüber. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Nächstes Mal werden wir auf jeden Fall hier Syrakus weiter bedrängen und wahrscheinlich auch Richtung Rom stolzieren. Und hier werde ich dann mit der Armee und mit der Armee Pontos auf jeden Fall sehr krass dezimieren. Die Armee. Keine Stimme, bevor ich es nächste Runde vergesse. Die Armee wird auf jeden Fall hier dann die Stellung halten, während die hier angreifen. Werde ich mal eben belagern, damit ich es nächste Runde nicht vergesse. Und ja, dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut, bye bye.